muss einen Weg nach oben geben. Hallo, bestimmt gibt's einen Weg nach oben. Oh, war meine Stimme gerade abgeschmiert. Hallo. So habe ich mich irgendwie gerade angehört, aber egal. Ja, hier ging's weiter, genau. Stimmt, ich war gerade leicht irritiert. So. Gut, was haben wir hier? Was ist das? Ein Käfig? Ja. Das war, wenn dann ein Käfig. So, und jetzt machen wir mal was. Pass mal auf. Oh. Hat sich voll gelohnt. Wenn wir jetzt auch wieder rüber kommen, mag das ja sein. So, gut. Unser Ziel war... Moment. Moment. Wo ist hier nochmal... Nein! Ist verrückt. Stoßen sie wieder zu... Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, hä? Ich war, bin gerade voll verwirrt. Bin gerade verwirrt, da ich... ja, die Zeit jetzt nicht aufnehmen konnte. Und wenn immer zwei Tage dazwischen sind und man an der gleichen Gegend wieder ist, ist man leicht irritiert und verwirrt. Wie man so schön sagt. Ja, ich kann verwirrt aussprechen. Nur, das war jetzt lustig nicht. So, eine selten benutzte Straße stoßen sie wieder auf Roth. Um ihm Bericht zu erstatten. Wo ist er denn, der Gute? Moment, ja, eben, wo ist er? Ja, das kennen wir doch aber schon. Aber ich denke, das passt schon, ne? Der Speicherpunkt passt. Oder? Ja, der passt schon. Doch. Klar passt der. Ich Idiot. Man soll ja auch... Es steht ja da, dass man... so macht und zack. Ja. Boah. Alter. Das war knapp, Junge. Guck mal. Das haben wir das letzte Mal nicht benutzt. Deswegen fallen wir das mal jetzt einfach mit runter. Ich wollte das eigentlich nur... Ach, komm. Ist egal, was ich wollte. So, jetzt machen wir mal ernst hier jetzt. Jetzt machen wir mal ernst. Sag ich, das kann nicht sein. Hui. Oh. Halt dich fest, Lara, und hoch. Lara. So. Sehr gekonnt. Ach genau, ja, das passt schon, denke ich, oder? Wird sich gleich herausstellen. Das war aber auch bei Thief so. Also, da war ich auch immer ganz viel verwirrt. Und deswegen weiß man da manchmal einfach gar nicht mehr, ob das jetzt passt. Wenn man so zwei Wege, also ein Weg zweimal gehen muss, dann ist man echt verwirrt, wenn man das dann zwei Tage lang nicht spielt. Da denkt man sich, hä? Da war ich doch schon. Aber wenn man sich dann ein bisschen genau überlegt, was überhaupt los war, weiß man wieder Bescheid. Wir müssen da hinten hin, oder? Moment, einmal drehen. Aua. Ich hoffe natürlich, das passt. Ich denke schon, weil das Tomb Raider-Zeichen da unten war. Ich höre doch schon jemanden. Das könnte ein guter Punkt zum Einhaken sein. Das können wir. Das wissen wir ja. Das wollte ich jetzt auch machen. Nein. Mussten. Ach nein. Ich bin kein Fan von mittlerer Maustaste. Ihr müsst das wissen. Und hoch. Das ist so cool gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu sagen soll. Ich finde das richtig Hammer. Hammer, wie du dich bewegst in dein Outfit. So. Einmal Pfeile, die wir nicht brauchen. Und hier geht's lang. Warum sind jetzt überall Seile, dass wir das lernen oder was? Natürlich ziehen wir so eine Tür durch. Wir Bären. Alter, das ist cool und jetzt schon wieder so eine bedrückende Stimmung. Keine Wölfe bitte. Rolf! Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen.
Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier, Copilot Jessup von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessup, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Das ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. So. Das ist natürlich jetzt alles eine schwere Entscheidung, aber ich meine, klar, dass sie denn helfen will. Aber es ist natürlich in so einer Situation jetzt schwierig zu entscheiden. Und wir hoffen einfach mal, dass das Richtige ist. So, da unten. Zack. Zack. Oh, Gott sei Dank. Hütte ist sauber. Oben finden wir niemanden. Mag sein, aber Befehl ist Befehl. So, pssst. Ich geh runter zu den anderen am Flugzeug. Du durchsuchst diese Ruine. Ich komm, Hilfe! Was? Was habt ihr eigentlich drauf hier? Hast du nichts drauf, außer Zahnbelag? Schnauze. Ich weiß, dass ich der Beste bin im Schießen. Aber es reicht. Schießt du erstmal hier. Er ist nicht wie ein Call of Duty. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Clara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Machen wir, soweit es geht. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreißen. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Ja, bestimmt nicht von Tieren. wenn sie das schon so sagt. So. Und schnell hin, den Kollegen helfen, wenn es nicht schon zu spät ist. Oh oh. Und jetzt. Alter, das ist so geil. Alter, jetzt explodiert das Gerät da unten. Und jetzt schnell hier runter, oder? Wo ist das Signal? Da oben. So. Da ist das Signal. Kein Problem. Zack. Einmal hier ran und... Alter, was das für Kraft kosten muss, sich hier hochzuziehen. Huhuhuhu. Alter Schwede. Es wird knapp. Ah, gut. So, noch knapper wird's jetzt. Ah ne, hier kommen wir hoch. Wie ging das hier da eh, ne? Ja, genau. Das ist so geil, ich finde so viel Wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Na, wirst du fertig da hinten? Boah. Puh. Alter Schwede. Wir hatten noch einen Schuss. Sonst wären wir tot gewesen. Und er hat gepasst. So. Wir haben schon zu lang gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass wir... dass der eine da hinten am... Wasser lassen ist. Und deswegen war das leicht knapp, aber Headshot, fertig.
Mir ist die Pistole bedeutend lieber, weil ich bin, ich weiß nicht, das MG, das geht und zieht total weg. Ist ja klar, aber ich finde es nur nicht so gut. Nur in der Situation musste ich schnell zur Waffe greifen und das war dann die... Das geht jetzt nicht. Okay. Was geht jetzt nicht? Wie kommen wir denn da hinten dann? Hä? Was ist jetzt dein Problem, Mädchen? Ich will doch den Typen retten. Wie soll ich ihn dann... Aha. Und wie sieht's aus? Geht das? Ich glaube, wir kommen von beiden Seiten hin, oder? So. Nein. Und nochmal. Zack. Ich habe nichts zum Anbinden. Kann ich das hier machen? Jo. Funst. Alter, 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 alter. So. Was ist das? Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich meine, ist so, ne? Manchmal, nee, okay, komm. Das ist jetzt nicht so, das singe ich jetzt nicht. Ich singen kannst du ja, komm, hör da auf. So, einmal, zack. Kann ich gerade mal die Gelegenheit nutzen. Angst? Halt Nase putzen und so. Denn... Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. So. Alter, wie viel es hier zu... wie soll man sagen? Zum Erfahren gibt denn ich jetzt mal? Ich meine, ist ja von den... Ich muss darüber. Alter, ernsthaft jetzt? Was ist das hier für ein Wind? Wenn jetzt hier das Gerät abreißt, ne? Alter, es war so klar. Scheiße. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Was? Alter. Alter. Aber das war wieder vorher zu sehen, oder? So. Knappe Geschichte, aber geschafft. Captain Jessop! Dieser Tod wahrscheinlich.
Oh Mann. Mir juckt schon wieder der Hals, man, keine Wunder, dass ich die ganze Zeit so... Kotzt mich das an hier mit dem... Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug... Allergie. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Ja. Hoffentlich sind sie auch vorsichtig. Lagerplatz, perfekt. Wir möchten aber den Piloten finden, Mann. Wir hätten auf Roth hören sollen. Was ist denn hier für ein... keine Ahnung. Zack. Zack. Haben wir. Und wieder raus. Oder weiter rein. Ich weiß nicht. Alter, diese, was ist denn hier los? Sind älter als die Kofun-Periode. Sieht ja geil aus hier. Das sieht schon Hammer aus. Kann man ja mal sagen. Eine Pilgerfahrt. Cool. Sehr detailliert, auf jeden Fall. Eine Königin. Himiko? Alter, was hier los ist? Du willst doch noch nicht rüber, Junge. Oder Mädchen. Doch, klar müssen wir ja rüber. Unglaublich. Wieder auf einer Brücke, ne? Pass mal auf jetzt. Oh mein Gott. Oh nein. Oh. Nein. Boah. Alles umsonst. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, die Oni-Wächter. Oh nein, alles umsonst. Und abermals hängen wir zwischen Leichen. Alter, hier drin muss es so stinken. So. Einiges kennen wir jetzt, aber ob uns das was bringt? Ja. E ist immer gut. Ja. Aua. Toll, schon wieder auf dem Rücken. Ja, Alter. Warum sind wir auch so dumm und fallen auf diese Falle rein? Was geht hier vor? Da ist ein Funkgerät. Und da liegt der Captain. Beziehungsweise der Pilot. Oh Gott. Alter, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Oh Mann. Schnell hier raus. Oh, die ganzen Köpfe. Oh oh. Psst. Psst. Wir sind nicht hier. Nimm die Keule weg. Und weiter geht's. Boah, es ist ekelhaft hier. Wie viele Leute sind das denn? Boah, es ist ekelhaft. Boah, Och nee. Alter. Was? Was ist denn hier los? Oh Mann. Oh Gott.
Alter, ist es ekelhaft. Also schon heftig. Gott. Hoffentlich funktioniert das Ding. Es muss. Und versuchen wir es. Ja, geklappt. Aber wir haben keine Munition, also müssten wir gut treffen. Sie suchen nach mir. Können Sie ruhig. So, dann einmal hier hoch. Zack, zack. Und drüber. Oh oh. Nicht, bitte nicht der Keulenmann, das wäre jetzt nicht. Ich hasse Gräber. Ach du Scheiße. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Nein, mach nicht, nein! Du bist wirklich hier. Das ist giftig. Nein! Das weiß man doch. Ich bin wirklich tot. Das ist unglaublich. Das sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise, eine Pilgerfahrt nach... Ach, ist das dieses Kloster? Wasser eingießen. Aber warum? Und da bist du. Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Leg sie um! Oh nein. Oh, schnell, schnell. Zack. Hat kassiert, Junge. Bam. Nächster. Oh, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ihr Drecksschweine, tut mir leid, aber... Kann man denn... Oh, ganz ehrlich, da hört der Spaß echt auf. Hier, Alter, ist die... Ich liebe Schrotflinten. Man muss zwar treffen, aber wenn man trifft, ist es Feierabend. Okay, gut, das ist nicht unser Ziel. Wir sollen wahrscheinlich hier dann... Was zum Teufel ist da unten los? Wie kann denn das sein? Es sind doch hier normale Menschen. Ist es ein Mutant oder was? Weil eigentlich ist doch Tomb Raider ziemlich real. Ich hoffe, wir finden es raus. In der nächsten Folge. So, das war ja mal wieder der Hammer. Ich muss immer erstmal ein Urteil abgeben. Ich kann immer nur sagen, das war der Hammer. Denn, Alter, was... Ich kann dazu nichts sagen. Habt ihr die Leichen gesehen, wie viel das waren? Und wie ekelhaft, boah. Ey, das wenn ich mir nochmal vorstelle, da kriege ich selber einen Brechreiz. Und der Typ da oben, der uns gerade hier fast gesehen hat. Ich weiß ja nicht, was ich von dem halten soll, aber hoffentlich finden wir es raus. In der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.